SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warntester, Shisha-Oli und Big2Me begrüßen euch. Betonierungszeit und die Dampflok ist an. Und ja, Freunde, wir haben wieder was Neues für euch. Wir haben einen Tabak. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Ich habe mir ein bisschen Tabak gegönnt übers neue Jahr hinweg. Und ich kenne ihn schon, ich habe ihn schon geraucht. Der Olli kennt ihn noch nicht, der raucht ihn heute zum ersten Mal. Zum eineinhalbsten Mal. Ich habe die rechtlichen Ausläufer mal probiert im Shisha-Wald Ulm, aber da war der schon hinüber. Sag mal, das heißt, da hat er schon fast nach nichts mehr. Aber den Anfang konnte ich noch nicht genießen. Mhm. Okay, und jetzt kannst du in vollen Zügen jetzt von Anfang komplett bis von A bis E, also bis Ende, geil, taschen. Was geht's? Um Oero von Cavaliers Tobacco. Cavaliers Tobacco ist noch nicht so lange auf dem Markt, den zeigen wir euch gleich noch ein bisschen genauer. Also hier haben wir jetzt schon mal die Dose, Oero. Es sind auch die Kekse mit drauf, an die es erinnern soll, und zwar die Oreo-Kekse, genau. Und wenn wir das Ganze mal aufmachen, dann haben wir erstmal einen Beutel, dann geben wir das Ganze in die Dose rein und fertig ist das Ganze. Und der Tabak ist eigentlich ready to smoke, perfekt, nicht zu feucht, nicht zu trocken, genau richtig. Mittlerer Schnitt, ja, haben wir mit dabei, also geht auch klar, was den Kopfbau angeht. Und für alle, die Cavaliers nicht kennen, die sollten mal auf der Dose nachschauen. Das Ganze wird nämlich, ich weiß nicht, ob es scharf stellt. Jetzt ist es scharf gestellt. Das Ganze wird nämlich von der Elfadi Group gemacht. Und Elfadi Group, gib mir mal die andere schwarze Dose, die da dran ist, ist nämlich nichts anderes als True Passion. Das heißt, True Passion hat einen zweiten Tabak auf den Markt gebracht und der nennt sich eben jetzt Cavalier. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch 1:1 die gleiche Dose, 1:1 die gleiche Steuermarke und sogar die... Der gleiche Deckel mit diesem, oder was das ist, was da noch drin ist. Also 1:1 dasselbe. Also wer die True Passion kennt, der weiß, was Cavaliers ist. Und von daher nichts anderes. Die gleichen Aromen werden damit drin sein, nur eben neu angemischt. Und ja, von daher schauen wir mal, was der Cavaliers so kann. True Passion ist ja auf jeden Fall eine gute Tabakfirma, was 2017 rausgekommen ist. Also die hat uns auf jeden Fall überrascht. Haben super Sorten rausgebracht und jetzt schauen wir einfach mal, was Cavalier Tobacco so kann. Und Oreo, wer mag Oreo? Ich auf jeden Fall. Ich liebe Oreo-Kekse, die gibt es ja in verschiedenen Konstellationen mit viel Schoko, mit wenig Schoko, dafür mehr Milch oder die ganz normalen. Und wenn es einen Tabak gibt, der so schmeckt, why not, sage ich da jetzt einfach mal. Was soll bei Oreo drinnen sein? Also im Prinzip Milch, Kekse und also Schokokeks und Milch ist eigentlich so die Zusammensetzung. Und ja, gut, Vanille ist halt, genau. Und beim Tabak ist eben nur Vanille mit drinnen, genau. Beim Originalkeks ist es eigentlich ein Schokoladenkeks mit Milch, genau. Und ja, wir haben jetzt leider keine Milch zum Eintunken, dafür haben wir die Milch dann hoffentlich jetzt im Tabak drinnen. Und schauen wir einfach mal, wie das geschmacklich so rüberkommt. Geruchlich erinnert mich das auf jeden Fall an einen Schokoladenkeks, finde ich, weil diese Keksnote wirklich gut rauszuriechen ist. Er hat auf jeden Fall was von einer Schokokeksnote, finde ich schon. Also das riecht man definitiv raus, finde ich ganz faszinierend eigentlich. Ja. Ich frage mich manchmal echt, wie manche Geschmäcker einfach so der was hinhauen. Ja. Weil der riecht echt bloß nach Teig. So richtig nach Keks. Geil, oder? Schokokeks, richtig. Ja, Schokoladennote ist drin. Ja. Keks. Ja gut, und cremig halt, auf jeden Fall wirkt das so. Also das kann die Vanille mit der Milchnote sein. Aber riecht echt, also. Ja, genau. Muss ich jetzt sagen. Also, am liebsten würde ich echt essen, so geil riecht der. Der riecht echt gut, ja. Gebaut haben wir das Ganze in der Poseidon Rainbow Variante mit Devil Smoke Molasse Finger und natürlich im besten Setup der Welt. Sprich, Sache Squeeze haben wir 9/3 voll gemacht. Amy Smokebox und 2 Black Coco Kohlen haben wir drinnen. Ja, dann kommen wir mal zum Geschmack. Da ist uns am Anfang gleich was aufgefallen, was eigentlich gar nicht reingehört, gell?
Und das wäre eigentlich eine Minznote, beziehungsweise eine Mentholnote. Die hat man beim Anrauchen deutlich gespürt und geschmeckt, dass die drinnen ist. Und da frage ich mich, was hat das in einem Oreo-Keks zu suchen? Warum haut man da eine frische Note mit rein? Gehört eigentlich nicht rein. Finde ich ein bisschen fehl am Platz, aber sie wurde beim nach dem Anrauchen schwächer. Also jetzt mittlerweile ist sie nicht mehr wirklich stark rauszuschmecken. Oder hast du überhaupt noch was? Das wollte ich mich gerade erwähnen. Also ich finde, am Anfang hat man schon kühle Note drin gehabt, das ist richtig. Aber jetzt ist die mittlerweile nach 10, maximal 10 Zügen, komplett im Prinzip verschwunden. Ja. Vielleicht ein Nebeneffekt, ich weiß es nicht, ja, was genau da drin ist. Vielleicht ist es zur Abrundung, muss es rein, damit der Geschmack vielleicht genauso funktioniert. Kann aber auch sein, ja. Er ist weg. Also schon wieder positiv anzumerken. Ja, also es ist echt komisch, dass man den mal am Anfang rausschmeckt, aber das hat jeder bis jetzt gesagt, der den geraucht hat. Hat gesagt, da ist eine Menthol-Minze-Mischung mit drinnen und jetzt aber ist sie wirklich komplett verflogen. Witzig, aber es ist so. Ja. Was schmeckt man jetzt im Endeffekt noch raus? Also ich finde, diese cremige Keksnote mit dieser Vanille ist auf jeden Fall rauszuschmecken und er hat auch so eine leichte Schokonote mit drinnen. Dass es jetzt genau der Oreo-Keks ist, ist klar, dass man da sich verdammt schwer tut und dass jetzt einer, der nicht weiß, was drin ist, sich total schwer tut, zum sagen, okay, da ist jetzt 1:1 Oreo-Keks drin. Nee, also das auf keinen Fall. Aber ich finde, man ist nah am Ziel angekommen, finde ich, weil der Geschmack schon an einen schokoladencremigen Milchkeks so in die Richtung erinnert. Ja, also das finde ich ist schon gegeben. Also er schmeckt sehr gut, also ich mag ihn. Besser geht's nicht. Ich kann nur sagen, er schmeckt nach Schokoladenbutterkeks. Also ja, der Keks ist total rauszuschmecken, also er schmeckt kuchig, keksig und die Schokoladennote ist sehr dezent, wer Schokolade nicht mag. Also ich mag ihn jetzt auch nicht so zu rauchen, aber es ist so dezent drin, man merkt, dass es ein Schokoladentabak mit drin ist, aber so dezent, dass der für die Abrundung dabei ist, aber man schmeckt die Schokolade raus, also. Aber gut, sehr gut der Tabak, also gefällt mir sehr gut, weil er wirklich so schmeckt, ja, 1:1 kriegt gar nichts hin, das kann man gleich sagen im Prinzip, aber wer auf Oreo steht, der macht da nichts falsch, weil er wirklich nach Schokoladenbutterkeks schmeckt. Ja, finde ich auch. Also er ist wirklich sehr gut getroffen. Man kann ihn definitiv empfehlen. Für alle, die einen Schokoladenkeks suchen mit einer leichten cremigen Vanillenote, ist bei dem Oero auf jeden Fall an der richtigen Adresse und schmeckt er definitiv. Also es ist jetzt kein Fail gewesen, den sich zu holen. Und von daher definitiv mal probieren. Wie gesagt, die ersten paar Züge hat man eben diese Menthol-Minz-Mischung nur mit drin, aber die verfliegt dann. Und solange sie nicht durchgehend am Start ist, sondern bloß beim Anrauchen, dann verzeihe ich das dem Ganzen noch. Dann finde ich das jetzt nicht schlimm. Ja. Wenn es die ganze Zeit dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, Fehl am Platz, aber so ist es okay. Da lasst man halt jemanden anrauchen, der die Minze mag. Ja, und fertig. Genau. Preislich ist das Ganze auch in Ordnung. Wer True Passion kennt, weiß, was er kostet. 16,90 Euro, 200 Gramm. Es ist also preislich auch vollkommen in Ordnung und ja, also der Tabak bekommt von uns auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Er geht so, wie er ist, auf jeden Fall klar und ja, dann schauen wir einfach mal, was die nächsten Cavalier-Sorten so mit sich bringen, weil wir haben noch einen anderen und zwar Holoculum, der natürlich an den beliebten, an das beliebte Getränk erinnert, Moloko. Da schauen wir dann mal beim nächsten Mal, wie der so schmeckt. Und von daher wären wir eigentlich am Ende. Wir zeigen euch zum Schluss natürlich noch die Pro- und Neutralliste. Und da hätten wir bei Pro den Schnitt, die Feuchtigkeit, das Mischungsverhältnis, der Geschmack, die Intensität, die Rauchentwicklung und der Preis. Und bei Neutral einen Punkt, und zwar eine Minz-Menthol-Mischung beim Anrauchen, die da nichts zu suchen hat. Genau, dann wären wir schon am Ende mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann bitte zeigen mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr wie immer hier direkt bei mir und zum letzten Video geht es hier drüben beim Olli. Dann sagen wir danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Servus!